Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Evil Genius. Unser Evil Genius ist mal wieder hier. Wir haben hier so einen Boost. Da kann die Gute nämlich hier alle motivieren, damit die länger Moral behalten oder halt die Moral weniger schnell sinkt. Wäre, glaube ich, das Richtige. So, wir erforschen hier unsere Giftpfeile, die wir in der letzten Folge ausgesucht haben und starten auch gleich eine neue Quest. Nämlich, ich würde sagen, wir holen uns einen Schergen und da machen wir um Leben und Tod für die Wissenschaft. Unsere Physiker haben lange genug leblose Objekte erforscht. Es wird Zeit, dass sie sich dem Studium lebendiger Dinge wie Giftpflanzen, Giftfische oder Schergen widmen. Okay, sounds strange. Vielleicht finden wir heraus, wie man sie verbessern kann. Jo, das klingt super. Jo, also wir werden wieder jemanden kidnappen. Entführt einen Biologen auf der Weltkarte. Na dann, let's go. So, wo haben wir einen? Das sieht schon mal nach Biologen aus. Yes, aber irgendwo, wo wir nicht so viel Heat haben. 15 Heat. Das geht sich hier aus, also machen wir das. 3 Arbeiter. Schicken wir gleich mal los. Das Wichtige ist, man muss auch ein bisschen einrechnen. Die Heat steigt pro Sekunden, keine Ahnung. Also sie steigt einfach weiter, obwohl hier noch niemand ist. Das heißt, man muss ein bisschen einrechnen, wenn man irgendwie 5 Flieger gleichzeitig losschickt, wird das eine Weile dauern und die Heat wird in der Zwischenzeit steigen. Aber die sollten ja eh schnell drankommen heute. So, wie sieht's sonst aus? Wir werden einen Wissenschaftler entführen, gucken wir mal wieder. Sonst, glaube ich, dürfte hier noch nicht so viel abgehen. Und bei unserer Map auch noch nicht. Oh ja, die fliegen los. Sehr nice. Dann sehen wir uns gleich, sobald wir den entführt haben. Wir haben gerade das erste Mal, dass hier neben dem Anlegesteg hier Agenten mit einem Speedboot ankommen. Das war absolut noch nie. Sehr interessant. Okay. Interesting, interesting. So, was macht ihr jetzt? Das hatten wir überhaupt noch nie. Oder zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Das heißt, die sind Level 3 Ermittler. Okay. Und von der blauen, von dem Patriot. Also es gibt immer diese Weltkartenbereiche und jeder von denen hat eine unterschiedliche Farbe. Und die unterschiedlichen Farben haben natürlich auch unterschiedliche Agenten. So. Was macht ihr jetzt? Wo geht ihr hin? Ah, die kommen hier hoch. Und dann gehen die direkt ins Casino. Okay, okay. Irgendwie auch nur ein Umweg, wenn die mit dem großen Boot ankommen würden. Ah, die will flüchten. Okay, okay. Töten. Aufgabe. Im Schergenmanager zeigen, okay. Die hat keinen Bock mehr, weil die keine Moral mehr hat. Interesting. Ah ja, jetzt kommt wieder das Schiff. So. Hey, wie lange brauchen die denn? Ich brauche ja ewig, um diese Treppe hochzulaufen. Was sind das für Agenten? Oh, der Pool sieht geil aus. Ich hätte Bock, Leute. Ich hätte Bock. Heute sind in Wien wieder 37 Grad. Boah, furchtbar. Oh, der Biologe ist schon angekommen. Weil ich es gerade sehe. Gucken wir mal. Wo ist der Hubschrauber nochmal kurz? Ah ja, hier haben wir den Biologen. Gut, die haben den gekidnappt. Der sieht ja super strange aus. Biologe. Okay, Gesundheit nur noch die Hälfte. Können und Entschlossenheit auch. That sounds not that good. So. Ah ja, da sind die 3 Agenten. Okay, um die wird sich sicher gekümmert. Dann. Was ist hier los? Habe ich hier irgendwen fighten gehört? Ah, das war hier unten. Okay, gut, gut, gut. Alles scheint nice zu sein. Genau, also wir lenken die hier ab.
damit die sich verhalten wie normale Leute. Oh yeah. Super klasse. Gut, wo ist unser Gefängnis? So, Gefängnis hier sind. Ah, die gehen immer so langsam. Wow. Oh, sollen wir irgendwas machen auf der Weltkarte? Ja, dann machen wir halt irgendwas. Wo haben wir denn eine Low Heat? Hier haben wir eine Low Heat. Dann machen wir hier ein bisschen was. Was bist du denn? 90. Das geht sich nicht aus, ne? Ah. Aber, das hätte ich gern. Aber 90 geht sich nicht aus. Wie kacke ist das denn? Okay, das heißt, wir machen kurz den hier. Und machen dann das andere. Bin gespannt. Na gut. Gehen wir zurück. In unser Gefängnis. Du wirst verhört, du komischer Dude. Eskortieren und freilassen? Warum sollten wir den freilassen? Eskortieren. Dahin bitte. Auf unseren Verhörstuhl. Come on, turn the radio on. Na, bisschen mehr Speed. Der Typ sieht doch irgendwie schräg aus. Wäre nicht so. So. Oh, Pause wollte ich nicht machen. Von Iris. Von dem Roboter möchte ich nicht verhört werden. Das sind die perfekten Verhörmethoden. Ich glaube, die Sache ist schon erledigt. Kann das sein? Nee, noch nicht. Jetzt. Und tot. Ja. Gut. Konstruiere Biologietrainer. Wir müssen. Ja, jetzt haben wir Biologen. Aber wir müssen einen Trainingsgerät-Dings. Oh, wir haben keinen Platz. Na, das sieht ja schon wieder interesting aus. Wenn wir ehrlich sind, können wir das noch? Hier, das bauen wir noch frei. Das geht nicht, gell? Das geht alles noch nicht. Nee. Gut, dann haben wir das. Dann werden wir das bewegen und alles hier ein bisschen... Hallo? Achso, so. Alles nochmal ein bisschen umstellen. So, Biologietrainer, oh Gott. Das passt aber hier rein. Ja, dann let's go. Oh Gott, sorry, ich muss gerade zweimal niesen. Furchtbar. So, was passiert hier? Ah ja, die trainiert den anderen, oder wie? Oh, Forschung abgeschlossen. Oh, Giftpfeile, yes. Oh, die sehen ja fancy aus. Wie so Deko. Gut, dann machen wir als nächstes den Flipper-Bumper. Was bist du denn? K.O.-Gas, Na, aber machen wir den Flipper-Bumper. So, ja. Wir haben eh schon einiges erforscht. Hier haben wir jetzt die Pfeile. Wo könnten wir die Giftpfeile hingeben? Hier wäre eigentlich auch geil. Dann sind jetzt hier Giftpfeile. Auch nicht schlecht. Na gut. Das sah gerade irgendwie strange aus. Was war das? Hier? Was bist du? Arbeiterstation. Wachposten. Das hatten wir aber vorher noch nicht, oder? Aha. That's strange. Egal. Na gut. Brauchen wir aber nicht. So, dann wieder ab zu unserer Quest. Ja, wir müssen es erstmal bauen, dann geht's weiter. Senas, wie immer. Wie immer. Ja, hier wird jetzt wieder alles destroyed. Was zur Hölle ist das denn? Oh. Oh. Das sieht ja mega geil aus. Jetzt müssen wir nur auf jeden Fall noch ein paar von denen einstellen. Wie viel brauchen wir von denen? Machen wir auch 10, oder? Die sind sicher krass. Joa. Das passt, glaube ich, gut. Aber die Pflanzen sind ja saugeil. Das fette Pferd.
Aber wie geil sehen die Pflanzen aus? Ich bin schon gespannt, was er tut. Oh, da kommt schon die erste. Let's go. Das ist immer praktisch, also wenn die normalen Schergen. Ah, okay, die geht hier hin. Ich wollte gerade sagen. Man kann immer supported werden von jemandem, der das schon kann. Und dann lernt man schneller. Also wenn sich jetzt hier oben jemand dazustellen würde, der das schon kann, dann würde die schneller lernen. Aber ja gut. Gucken wir mal, was geht hier so ab. Okay, es sieht eigentlich nicht so spannend aus, was die hier tut. Aber, naja. Hoffentlich lernt er schnell. So, ja, die ist jetzt schon fertig ausgebildet. Wir warten einfach mal, bis der Biologe ausgebildet ist. Gut, und da sind wir auch schon fertig. Nee, wir gehen noch nicht zur Mission. Jetzt haben wir unsere eigenen Biologen. Sehr, sehr nice. Gut. Dann ab zur Mission. Was sagt die Mission jetzt? Oh, wir sind fertig. Jawohl, ich feiere sie so sehr. Okay. Ich habe noch ehrlich gesagt keine Ahnung, was die Biologen können. Aber wir machen natürlich gleich weiter. Und ich würde sagen, dann holen wir uns noch was für die Unterhaltung. Es gibt keine schlechte Publicity. Manchmal musst du das Genie betonen und die fiese Komponente herunterspielen. Ein Team von Medienexperten würde das hinkriegen. Schnapp dir jemanden mit den richtigen Fähigkeiten und trainiere deine Schergen. Das klingt cool. Jupp, da haben wir einiges zu tun. Wir müssen wieder auf die Weltkarte. So, ach so, eigentlich wollte ich ja hier noch kurz was machen, ne? Aber das ist jetzt weg. Ach, das ist sehr schade. Weil das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die Heat ist ganz unten. Schade. So, jetzt ist es hier. Hier ist aber die Heat voll, Leute. Aber wir könnten warten, bis die komplett vollgelaufen ist. Es sind nur noch 5. Achso, und das sind ja 90. Das geht sich gar nicht aus. Verbessern. Dafür bräuchten wir einen Dings. Noch einen Sendemasten. Gut, wir suchen eigentlich was anderes. Wir suchen was anderes. Hier haben wir einen PR-Menschen. Und hier haben wir auch einen. Aber das ist irgendwie alles Kacke. Wie lange ist das noch im Lockdown? 3 Minuten. Ich glaube, dann warten wir kurz die 3 Minuten ab. Würde ich fast sagen. Wir brauchen definitiv mehr Sendemasten. Oh, hier haben wir wenig Heat. Hier haben wir nur 10 Argwohn. Und wir würden 15 bekommen, wenn wir das hier machen würden. Also geht das. Schicken wir gleich mal 3 Arbeiter los. Zusätzlich haben wir jetzt, weil wir die Biologen freigeschaltet haben, hier eine Sushi-Bar in unserem Essensraum eingerichtet. Den bevorzugen anscheinend Biologen. Also für jeden gibt es hier was anderes zu essen, was er am liebsten hat. Und noch ein paar Kleinigkeiten, wie was gibt es heute zu essen, einen Automaten, so ein Tablett-Dings. Oh ja, sieht sehr interessant aus, die Sushi-Bar. Oh, aha. Das ist ja schräg. Okay. Wir haben hier eine Sonderquest gerade bekommen, aber es bringt uns gar nicht so viel, weil wir immer noch an dieser Quest arbeiten. Ja, verhöre PR-Manager. Jo. Haben wir den jetzt schon entführt oder nicht? Ich bin manchmal ein bisschen confused. Der Spezialist ist in einem Unterschlupf eingetroffen. Ah, okay, na dann. Gucken wir mal, wo bist du denn? Ah, hier ist er erst. Ah, bis die den wieder ins Gefängnis gebracht haben, dauert das meistens ewig. So, hier haben wir wieder unseren Gefangenen, den PR-Manager. Wir werden ihn natürlich auch gleich verhören.
Aha, und der ist Agent? Warum ist der Agent? Achso, Agent, Agent. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Oh ja, die gute Iris mal wieder. Verhör den, komm schon. Oh, ist das eine Frau? Ist das ein Mann? Ich habe keine Ahnung. Ach, jawohl, kitzeln wird helfen. Und tot again. Sehr nice. Okay, dann wieder bauen in den Forschungs... Nein, nicht Forschungsraum. So. PR-Manager, Trainer. Oh, wir haben langsam keinen Platz mehr. Aber stellen wir das einfach hier hin. Wird schon passen. Bestätigen. So, wie viele PR-Manager brauchen wir denn, ist die Frage. Machen wir auch 10, oder? Sollte dann auch schon passen. 10 Wächter, vielleicht sollten wir bei den... Ah, hier haben wir eigentlich 15. Okay, gehen die ganze Zeit drauf oder was ist hier los? Okay, na gut. Biologen, auch 10. Okay, dann bauen wir das Ganze mal und gucken, was das denn sein soll. So, jetzt haben wir unser gutes Ding hier. Okay, Kameras und Leute und sprechen. Gucken wir ihm mal ein bisschen zu, was er denn so macht. Okay, Paparazzi. Ah, er kann sich sogar drehen. Wow. Mehrere Interviews gleichzeitig. Dann let's go. Stopp. Wir haben schon wieder Agenten. Oh, wir haben die Giftpfeile verpasst. Schade. Das ist richtig schade. So, den werden wir gleich mal töten. Oh, aber das ist ja sehr interessant. Aber wenn wir einen haben, haben wir in den meisten Fällen mehrere. Und das ist nicht so gut. Gucken wir, ob wir irgendwen finden. Aber es sieht schlecht aus. So, kann sich jetzt irgendjemand um den kümmern und den vielleicht töten? Ja, gehen wir zu den Missionen. Abgeschlossen. Perfekt. Was kriegen wir eigentlich? Münzspielautomat und Kummerkasten. Aha. Yes, und wir haben auch die Hauptquest abgeschlossen. Sehr nice, weil wir jetzt genug Spezialisten angeheuert haben. Okay, wir machen einen Hotelkongress. Oh Gott. Wie lange ist die Folge eigentlich schon? Die Folge ist fast zu lang, aber wir gucken uns auf jeden Fall noch an. Ne, hier machen wir jetzt mal gar nichts. Wie, kann denn jetzt jemand töten? Was soll denn das? Der hat 15 Verdacht. Wie machen wir das? Also wir könnten unsere Dame drauf schicken und den hier einfach mal kurz töten. Oder? Ja, rechte Maustaste müsste passen. Aber ich wollte ja kurz gucken, was wir denn hier Neues haben. Kummerkasten. Okay, wo könnten wir den platzieren? Wie wär's hier? Wartet. Ah, die Steuerung ist immer noch gleich bescheuert. Das ist doch sicher nett. Und Münzspielautomaten. Oh Gott, dafür haben wir gar keinen Platz. Aber hier. Gut. So, stellen wir die hier hin.
Irgendwie brauchen wir ein besseres Konzept. Wir haben zu wenig Platz. Hier könnten wir auch noch gleich ein paar Münzspielautomaten hinstellen. Gut, und was gibt's bei der Deko? Steine, Steine, Steine. Okay. Säulen, okay. Nicht schlecht, aber nein, danke. Gut, dann bauen wir das alles mal und gucken bei den Quests, was noch so abgeht. Ja, Nebenquests könnten wir auch wieder eine anfangen, aber was will denn die Hauptquest von uns? Lade die klügsten Köpfe der Welt ein oder die zweitklügsten Köpfe. Ja, informiere einige Forscher. Was wäre ein Kongress ohne etwas Geplauder? Okay. Na gut. Naja, wir könnten ja ganz kurz nochmal gucken. Präsentiere Voidna. Wir haben ja noch niemanden eingeladen. Wir müssen erst auf die Weltkarte und müssen jetzt ein paar Wissenschaftler ködern. Müssen wir gucken, wo gerade wenig Heat ist. Das ist natürlich schlecht, was hier passiert. Denn wir bräuchten hier eigentlich überall am besten Level 2. Aber hier sind gar keine Wissenschaftler. Hier auch nicht. Okay, das heißt, wir müssen dort hoch. Doch hier. Okay, hier bauen wir so und so. Stufe 2, dann verbessern wir das natürlich gleich. Und wie war es hier? Das könnten wir derweil schon mal starten. Okay, okay. Oh, dann brechen wir das andere ab. Okay, wir müssen abwarten. Ah, das ist schon wieder Käse. Aber ja gut, das können wir ja noch schnell machen. Und schon mal gucken, ob es noch was anderes zu tun gibt für uns. Aber ich glaube nicht.